Hallo ihr Lieben, wir heißen euch ganz herzlich willkommen und freuen uns, dass ihr einer weiteren Folge der Podcast-Serie Raum für Bewusstsein, Podcast mit einem Lichtwesen, zugeschaltet habt. In diesem Podcast bekommen namhafte Persönlichkeiten die Gelegenheit, ein Interview mit Salvador zu führen. Sie haben die Möglichkeit, Salvador ihre ganz persönlichen Fragen zu stellen und so eine Antwort auf ihre Fragen aus der Perspektive des Universums zu erhalten. Solltet ihr die erste Folge dieser Serie verpasst haben, möchten wir euch gerade diese ganz besonders ans Herz legen, denn hier erzählen wir davon, wie wir zu diesem Podcast-Format gekommen sind. Wir sind nun genauso gespannt wie ihr auf den Austausch, der uns heute erwartet, und danken von Herzen Christiane, die sich als Medium für dieses Gespräch zur Verfügung stellt und Salvador so eine Stimme verleiht. Wir wünschen euch viel Freude beim Zuhören. Zu Gast bei uns heute im Studio ist Steffen Lohrer. Ich selbst hatte das große Glück, Steffen im August beim One Spirit Festival in Freudenstadt persönlich kennenzulernen. Eine Begegnung mit einem Menschen, der Weisheit, Frieden, Ruhe und Kraft ausstrahlt. Bei meiner Recherche für diesen Podcast habe ich dann festgestellt, wie vielseitig das Wirken von Steffen doch ist. Für diejenigen von euch, die Steffen noch nicht kennen, möchte ich sein Wirken an dieser Stelle kurz vorstellen. Steffen ist Wirtschaftsingenieur und kommt ursprünglich aus dem Businessbereich. Er war viele Jahre Unternehmensberater im Bereich Mergers and Acquisitions tätig und hat darüber hinaus über die letzten 25 Jahre in vielen Bereichen Beirats-, Verwaltungsrats- und Aufsichtsratsmandate bekleidet. Heute ist er zusätzlich in dem, was wir als das spirituelle Tätigkeitsfeld bezeichnen würden, als Weisheitslehrer, Speaker und Autor tätig. Er arbeitet darüber hinaus als Coach für inneren Frieden, Erfolg und Gesundheit. Zudem widmet er sich der Heilung von Menschen als Heiler und wird wegen vieler Erfolgsfälle bei chronischen Krankheiten von der Internationalen Vermittlungsstelle für herausragende Heiler empfohlen. Seine Leidenschaft jedoch gilt der Verschmelzung von Unternehmensführung, Spiritualität und Wissenschaft. Dazu hat er 2012 eine Stiftung gegründet, die Lohrer-Stiftung, die ganzheitliche und alternative Medizin unterstützt, damit vor allem das persönliche innere Wachstum und Bewusstseinsentwicklung aller Menschen gefördert wird. Ich muss sagen, es schmerzt mich so richtig, ein solches breites, holistisches Wirken in so kurzen Sätzen zusammenzufassen. Ich kann deshalb nur jedem wärmstens empfehlen, mal auf der Website von Steffen einzutauchen. Heute in diesem Podcast werden wir Steffen als Interviewpartner des Lichtwesens Salvador erleben. Lieber Steffen, im Namen aller hier in diesem Raum Anwesenden, in meinem Namen, im Namen von Christiane, die zwar körperlich anwesend ist, aber nicht als Christiane in Erscheinung treten wird, und im Namen Salvadors, wir freuen uns wirklich sehr, dass du unserer Einladung gefolgt bist, Salvador im Rahmen des nun anstehenden Interviews deine ganz eigenen Fragen zu stellen. Ganz kurz noch zum Ablauf. Ich werde dir jetzt gleich die Gesprächsführung komplett übergeben. Und erst, wenn dein Gespräch mit Salvador beendet ist, führen wir beide zu zweit direkt im Anschluss ein kurzes Nachgespräch. Ich möchte dir und allen Zuhörern noch mal kurz in Erinnerung rufen. Salvador wird heute durch Christiane als Medium sprechen. Es kann immer sein, dass es einen kurzen Moment braucht, bis Salvador beginnt, auf deine Frage zu antworten. Das, was du dann hören wirst, sind Salvadors Worte aus Christianes Mund, also durchaus mit ihrer Stimme, aber das wirst du spüren mit seiner Energie. Er wird hier heute mit seinen Energien in diesem Raum anwesend sein, ganz für dich, um deine Fragen zu beantworten. Und mit diesen Worten übergebe ich an dich, lieber Steffen. Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass wir heute in Kontakt sind. Und die erste Frage, Salvador, wäre, wo bist du jetzt im Verhältnis zu meinem oder zu deinem Körper, zum Körper von Christiane? Wo befindest du dich? Wir grüßen dich hier in unserem gemeinsamen Raum, danken dir, dass du dich öffnest für diesen Raum, dass du dein Bewusstsein bereitstellst, dich mit uns vereinst, sodass wir sprechen können mit dir, dir Bewusstsein und Licht senden können in diesem Bewusstseinsraum.
Wir danken dir für deine Fragen, die kommen werden, und möchten gleich auf deine erste Frage eingehen, denn wir sind hier, wir sind der Raum um euch. Denkt in Raum in Raum, es ist die Raum in Raum Erfahrung, die fünfte Dimension, die sich für euch öffnet. Eure Wahrnehmung wird sich ändern, sodass ihr die Räume in den Räumen wahrnehmen könnt. So sind wir diejenigen, die den Raum halten, den Raum eröffnen, sodass der Raum der Materie geöffnet werden konnte. Ihr seid die Wesen, ihr seid Tore, die diesen Raum eröffneten. Wir sind die, die diesen Raum halten um euch. Wir sind hier anwesend durch euch. Ihr seid in uns. So seid ihr gehalten in uns, in unserer Energie. So sind wir eins in dem Moment im Jetzt. Jetzt in Ewigkeit sind wir hier in diesem Raum. Ja, danke dir, Salvador. Wenn du sagst, wir sind hier in der fünften Dimension, wer ist dieses Wir? Sind das viele Wesenheiten? Wir sprechen in Wir, denn wir sind das All-Eins-Sein. Wir sind definierte Energie als einzelne Wesen, doch nehmen wir uns nicht als Individuum wahr. Wir sind definierte Struktur, definierte Energie, ein Tor aus Energien, das Energie weiterleitet, einen nächsten Raum eröffnet. Doch sind wir wir, das All-Eins-Sein, das Bewusstsein von allem, was ist. Jegliche Erfahrung ist in uns gespeichert, ausgedrückt, befindet sich hier in dem All-Eins-Sein, das sind wir. Ihr seid ich, ihr seid Individuum, weil eure Wahrnehmung noch im Abtrennungsraum sich befindet. In diesem Abtrennungsraum erkennt ihr euch als Individuum, als Abspaltung von dem All-Eins-Sein. Daher sprecht ihr vom Ich. Da ihr euch selbst noch als Individuum wahrnehmt aus der Ego-Perspektive, aus der Perspektive, wo wir sind in dem Raum, in dem wir uns befinden, gibt es das Individuum an sich nicht, denn alles ist eins, alles ist Bewusstsein, alles ist Erfahrung und Ausdruck. So sprechen wir von wir. Und doch ist jedes einzelne Lichtwesen an sich eine definierte Energieform. So wie ihr ebenso eine definierte Energieform seid, in eurer Seele, euer Wesenskern, definiert euer Individuum, euer individuelles Sein, das sich ausdrückt in dem Abtrennungsraum, in dem ihr euch befindet, in dem ihr euch wahrnehmt. Doch schau, eure Wahrnehmung ist noch fixiert in der dritten Dimension. Die dritte Dimension ist die Wahrnehmung der Abtrennung, der Wahrnehmung nicht im All-Eins-Sein sich zu befinden. Doch ist euer Raum in unserem Raum. Wir sind eins. Ihr seid eins mit uns. Wir sind eins mit euch. Hier gibt es keine Trennung. Die Trennung an sich ist eine Illusion, die erschaffen wurde durch eure beschränkte Wahrnehmung. Diese Beschränkung, diese Erfahrung ist gespeichert in eurem Seelenausdruck. So seid ihr Menschwesen, der Ausdruck der Abtrennung, die ihr erschaffen habt. So ist das Wir, die Heilung. Die Heilung der Wahrnehmung des All-Eins-Seins. Wir sind hier mit euch, eröffnen euch diesen neuen Raum, die Wahrnehmung, dass ihr wahrnehmen könnt, die Illusion fallen lassen dürft. Auch ihr seid wir. Ihr seid mit uns, wir sind mit euch. Wir alle sind eins im Bewusstsein des gesamten Universums, der Quelle und darüber hinaus. Doch schau. Der Raum des Universums hier in dieser Quelle ist die Frequenz aller Wesen aus unserem Universum. Dies ist ein Gott. Darüber hinaus gibt es weitere Räume, gibt es weite Götter. Ein Gott ist ebenso ein Wesen, ein Tor, das einen Raum eröffnet. Ein Raum eröffnet, in dem weitere Räume des Ausdrucks entstehen. So ist jedes Wesen ein Tor für die Energie, die hindurch möchte, einen weiteren Raum für euch eröffnet. Einen Ausdruck erschafft. Dies ist die Welle des Ausdrucks, die Welle der Flut, die den Ausdruck gebärt. Ihr Menschwesen seid die letzte Zunge dieser Welle, denn ihr erschafft die Abtrennungserfahrung. Nun möchte die Welle zurück, zurück in die Vereinigung. Die Erfahrung möchte erfahren werden, zurückzukommen im All-Eins-Sein, in das Wir, in die fünfte Dimension. Dies ist die nächste Rückbewegung in das All-Eins-Sein hinein.
Hier geht es darum, dass ihr selbst eure Beschränkung auflöst, eure Wahrnehmung öffnet, sodass ihr wahrnehmt die fünfte Dimension, die Wahrnehmung der Raum-in-Raum-Erfahrung. Raus aus der linearen Denkweise, raus aus der Identifikation mit der Zeit. Dies dürft ihr nun lernen, hier dürft ihr erwachen. Es geht um das Jetzt, der Punkt. Das Wort Jetzt ist ein Wort aus der Zeit. Hier ist eine Brücke erschaffen worden durch das Wort Jetzt, denn das Jetzt ist aus der Zeit und doch erschafft es den Punkt, der Punkt, in den ihr eintauchen dürft und dadurch die Raum- und Raumerfahrung erlebt. So taucht ihr dorthin durch wie ein Tunnel, erwacht in der Wahrnehmung der fünften Dimension, in der Raum-in-Raum-Erfahrung. Dies ist der Prozess des Erwachens, der im Moment vonstatten geht. Du selbst bist ein Wesen, das andere Menschwesen führen kann, denn du eröffnest die Leere, du eröffnest das Licht in der Leere und in dieser Leere eröffnest du das Tor, den Punkt, das Jetzt, durch das ein Menschwesen hindurchtaucht. So schau, dieses Jetzt, dieser Punkt, diese Leere, die du eröffnest, ist das Herzzentrum eines jeden Menschwesen. Denn in diesem Punkt, im Herzzentrum, hier ist das Tor hindurch, wo die Wahrnehmung eröffnet wird in die fünfte Dimension herein. Dieses Potenzial trägst du selbst in deiner Seele. Du eröffnest einen Raum der Leere, wo jegliche Identifikationen abfallen dürfen. Die Identifikation mit der Zeit, mit dem Körper, mit der Abtrennungserfahrung des Egos. Durch diese Eröffnung des Raumes ist ein anderes Menschwesen fähig, ins eigene Herzzentrum einzutauchen, sich selbst zu erfahren in der geistigen Welt, in dem Wir, in der Raum-in-Raum-Erfahrung. Hier hast du ein sehr großes Potenzial. Bist ein Lichtträger, führst andere Menschwesen in das Licht in das Alleinssein, in das Bewusstsein von allem, was ist. So danken wir dir für deine Bewusstseinswirken, für dein Sein. Du lebst dein Sein, deine Seele findet ihren Ausdruck in diesem Abtrennungsraum. Schon sehr viele Seelen hast du geführt in die fünfte Dimension herein. Wir danken dir von Herzen, verneigen uns vor dir in Demut. Denn Großes bewirkst du. Mir fehlen fast die Worte. Ich bin gerade in einem ganz anderen Zustand. Ich habe gerade Tränen bekommen. Meine Haut kribbelt. Wow. Ja, bin sehr, sehr berührt über diese Energie, die gerade da ist. Gibt es irgendwelche Hinweise, Tipps, was der Mensch oder was ich auch tun könnte, um noch schneller mit der fünften Dimension in Berührung zu sein, um die Menschen noch schneller auf diesen Weg zu bringen, noch mehr Licht in die Welt zu bringen? Gibt es praktische Techniken oder Möglichkeiten dafür? So schau, wir haben über dieses Buch, das wir gechannelt haben, eine Energielandkarte geschenkt. Diese Energieanatomie dient den Menschen, um sich orientieren zu können, was sie praktisch machen können, um ihr Herzzentrum, das Energiezentrum in ihrem System zu eröffnen, dieses als Tor zu erfahren, dort durchzutauchen in die nächste Dimension hinein. Diese Landkarte dient dem Verstand, doch die Menschen heutzutage brauchen noch dieses Werkzeug, brauchen noch ihren Verstand, um es erfassen zu können, um eine Brücke zu schlagen von da, wo sie sind und da, wo sie hin möchten. So dient dieses Wissen, es dient dafür, einen Weg für sich selbst zu finden, aus den Identifikationen sich herauszulösen, um einzutauchen in das eigene Sein. Dies ist dienlich, dies ist ein Werkzeug für bestimmte Menschwesen. Ansonsten ist das, was du tust, bereits Werkzeug genug. Du selbst kennst schon sehr viele Praktiken, die den Menschen helfen zu erwachen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Fokus auf das Herz. Hier
möchte noch viel gearbeitet werden bei vielen Menschwesen. Sehr viele Bewertungen sind noch als Energie im Raum. Der Konkurrenzgedanke ist ein Energiestrang, der noch transformiert werden möchte. Auch hier kannst du wirken. Hier bist du der Richtige, denn Konkurrenz ist nicht in deinem Sinne. Du selbst lebst außerhalb der Konkurrenz. Du vermeidest diese Energie, schwimmst nicht auf dieser Frequenz. Dies ist ein Anliegen von uns an dich. So wirke in diesem Bereich noch mehr. Gerade in der Welt der Männer, hier ist dieser Gedanke sehr verbreitet. Hier bist du ein Botschafter, dass diese Energie sich niederlegen darf, transformiert werden darf, sodass ein Gegenüber, ein Miteinander stattfinden kann. Denn in dieser Zeit, gerade jetzt, geht es darum, dass ihr Hand in Hand auf Augenhöhe miteinander wirkt. Eine neue Gemeinschaft möchte gebildet werden, wo jeder Einzelne in sein eigenes Potenzial hineintauchen darf, sein eigenes Sein in diesen Raum gebären darf, sein eigenes Potenzial zum Ausdruck bringen darf, fernab jeglicher Abtrennungserfahrung. Jeder von euch hat so unendlich viel zu geben, hat so viel Energie, die hier in diesen Raum fließen möchte, sodass dieser Abtrennungsraum erhellt wird, sodass Licht erscheint in diesem Raum. Konkurrenz ist eine Frequenz, die dies verhindert, die den Mangelgedanken ernährt, sodass jedes einzelne Wesen im Mangelgedanken verhaftet, sich selbst ernährt durch Deals mit anderen Menschwesen. Erkennt in euer eigenes Herzzentrum als Quelle zur unendlichen Energie, die durch euch fließen möchte, die durch euch als Tor fließen möchte, individuell durch den Seelenstempel fließt, sich in diesem Raum ergießt. Dieses gemeinsame Wirken hat eine sehr hohe Relevanz, denn es ist die Zeit, dass ihr eine Gemeinschaft bildet, eine neue Gemeinschaft miteinander. So bitten wir dich, hier zu wirken. Deine Seele ist auserkoren dafür, den Konkurrenzgedanken zu besprechen, diese Botschaft weiter in die Welt hinauszutragen, den Mangelgedanken zu transformieren, sodass jedes Menschwesen erkennt, dass er selbst in seinem Herzen die Quelle unendlicher Energie in sich trägt, öffnet er dieses Tor zu dem Raum in Raum, zu dem Raum dahinter, der geistigen Welt, zu seinem eigenen Geistwesen, zu seiner Seele. So fließt hierdurch unendlich viel Licht, die Liebe fließt, erlangt Ausdruck. So kann sich jedes Individuum, jedes Menschwesen in diesem Abtrennungsraum zum Ausdruck bringen, erfährt sich selbst als Quelle. Der Mangelgedanke kann dadurch von euch fließen. So könnt ihr eine Gemeinschaft miteinander bilden. Dies ist ein persönliches Anliegen, das wir an dich herantragen. Ja, danke. Welche Möglichkeiten gibt es nun, um diese Botschaften, die du heute sendest, öfter direkt zu spüren, die direkte Anbindung zu dir zu bekommen? Die Anbindung zu uns Lichtwesen ist über das Herztor. Auch dies ist der gleiche Weg. Es ist die Raum-in-Raum-Verbindung, denn hier begegnet ihr uns. In dieser Raum-in-Raum-Begegnung, hier sind wir mit euch. Das ist das Tor, durch das ihr durchtauchen könnt. Uns begegnet in der geistigen Welt, so schau, es ist von Bedeutung, dass ihr selbst euer eigenes Energiefeld in der Frequenz erhöht. So ist es von hoher Relevanz, eure eigenen niederfrequenten Räume in eurem System, die Ego-Räume, zu transformieren, zu leeren wie eine Zyste, um eure Energien zu erhöhen, die Frequenzen zu erhöhen. So könnt ihr mit eurem Bewusstsein in den Raum der geistigen Welt eintauchen. In diesem Raum können wir uns herabsenken, dort findet die Begegnung mit uns statt. So ist es das Herztor, das euch führt zu uns hin. Hier könnt ihr selbst Informationen bekommen. Hier sind wir mit euch. Jedes einzelne Menschwesen hat eine bestimmte Frequenz zu bestimmten Lichtwesen oder Geistwesen. Hier sind Zuständigkeiten, bestimmte Strahls, die einzelne Menschwesen versorgen. So öffnet euch für das, was euch begegnet. Gebt euch hin eurem eigenen System. So erscheint genau
das richtige Geistwesen oder Lichtwesen, das euch Informationen schenkt. So schau, alles ist Information, alles ist definierte Energie. Gebt ihr euch eure eigenen definierten Energie hin, so erscheint in diesem Raum diese Energie, die zu eurer eigenen Energie passt, die in der gleichen Fließgeschwindigkeit und Qualität sich befindet. Hier werden Informationen ausgetauscht, die ihr selbst als Worte, als Bilder transportiert in den Abtrennungsraum hinein. Wenn ich das Herztor nutze, um in Verbindung zu gehen, heißt das, dass ich in Meditation gehe, in meiner Vorstellung mich auf mein Herz fokussiere und dann einfach offen bin? So schau, es ist der Zustand vorerst der Meditation. Das Herzzentrum befindet sich genau im vierten Brustwirbel. Hier ist das Herzzentrum. Dort herum befindet sich der Herzraum. Das Herzzentrum ist der Punkt im Punkt. Das Jetzt, hier ist das Jetzt zu finden. Hier ist das Jetzt gemeint, energetisch. Dort ist der Tunnel, der sich öffnet, durch den ihr tauchen könnt. Euer eigener Herzraum, der sich darum befindet, hat eine individuelle Größe, je nachdem, wie viel Reinigung ihr in eurem eigenen Energienetz bereits erschaffen habt. Sind noch viele Ego-Räume in eurem eigenen Energiesystem, ist der Herzraum nicht ausgedehnt. Doch habt ihr schon viel Bewusstseinsarbeit geleistet, sind diese Räume transformiert. Eure eigene Energiefrequenz hat sich erhoben und der Herzraum hat sich geweitet, ausgedehnt. Er dehnt sich so weit aus in der Unendlichkeit, dass ihr selbst darin Platz nehmen könnt. Noch viel mehr. Er dehnt sich aus in eurem Leben weiter und weiter in die Unendlichkeit hinein. In diesem Raum, in dem ihr euch befindet, könnt ihr euch mit eurem Bewusstsein fokussieren auf das Herzzentrum, dieses eröffnen. Hier ist der Lichttunnel, den viele erleben im Moment des Todes. Hier schlüpft ihr hindurch mit eurem Bewusstsein und landet im geistigen Raum. Doch nun ist eine Zeit gekommen, eine Frequenz auf der Erde, wo ihr diesen Zustand im lebendigen Zustand im Bewusstsein erreichen könnt. Ihr könnt durch diesen Lichttunnel tauchen. In diesem Moment im Jetzt könnt erwachen in der geistigen Welt mit eurem Bewusstsein. Euer Bewusstsein kann reisen in jede Räume. Euer Körper ist gebunden an diese materielle Welt, doch euer Bewusstsein, der Fokus, reist in die Räume, die ihr anvisiert, für die ihr euch entscheidet. Diese Übung ist vorerst in Meditation, doch schau. Es geht ebenso darum, dass ihr beides schult, dass ihr im Alltagsbewusstsein gleichzeitig in dem anderen Herzraum, in dem Zentrum eintauchen könnt. Es geht darum, diese beiden Welten, die innere und äußere, übereinander zu legen. Denn auch dieses Herzzentrum, dieser Herzraum, ist ein Raum in euch selbst. Diesen Raum aufrecht zu erhalten im Alltag, sich in diesem zu befinden, dauerhaft mit seinem Bewusstsein dort präsent zu sein und trotzdem die äußeren Wahrnehmungsorgane im Alltag zu halten. Dies ist die Schule, die ihr nun durchlauft. Haltet euren Fokus in dem inneren Raum, in eurem Herzraum, im Herzzentrum und ebenso in der äußeren Welt. Die Meditation wird nun geschult, im Alltag zu halten. Dafür braucht ihr keinen ruhigen Ort, an den ihr euch zurückzieht. Das ist Übung, das ist Schulung. Ihr beginnt in Ruhe in einem abgetrennten äußeren Raum, um euch selbst hier zu schulen. Doch der nächste Schritt ist, diesen Zustand der Meditation auch im Alltag zu halten. Euer Herzzentrum offen zu halten, so kann euer eigenes Geistwesen aus der geistigen Welt in jedem Jetzt im Alltag seine Energien senden, seine authentischen Energien. Denn die authentischen Energien sind die Energien, die eure Seele euch sendet, eure definierten Tore und Bahnen, die eurem Sein entsprechen. Fließen diese Energien durch euer Herzzentrum in euer Herzraum, in euer System. So seid ihr authentisch in jedem Moment, kreiert in der Materie euer authentisches Sein. Dies ist der Prozess, sodass euer Geistwesen hier in diesem Abtrennungsraum erscheint. Diese beiden Räume verschmilzen miteinander, der geistige Raum und der materielle Raum. Dies ist die Bewegung zurück ins All-Eins-Sein. Diese Arbeit liegt nun vor euch. Doch seht es nicht als Arbeit, es ist ein Bewusstseinsprozess, eine Fokussetzung von euch. Wenn ich nun im Herzzentrum durch den Bewusstseinskanal durchgehe zur geistigen Welt,
Wie stelle ich mir die geistige Welt vor? Gibt es dort die Polarität von gut und schlecht oder ist am Ende des Bewusstseinstunnels das absolute All-Eins-Sein ohne Polarität, ohne Dualität? So, schau, hier kommen wir zu einem ganz neuen Thema. Ein Thema, das ihr Menschen bisher anders interpretiert habt. Denn das Alleinssein an sich hat keine Polarität. Das Alleinssein ist, es ist Bewusstsein. Jegliche Erfahrung ist hier drin gespeichert. So ist hier keine Polarität. Hier gibt es nicht das Gut und das Schlechte. Doch schau, folgender Prozess ist geschehen. Folgende Erfahrung hat sich kreiert. Die Abtrennungserfahrung ist in eurem Seelenkern verankert, wollte sich ausdrücken. Denn es ist eine Erfahrung im Alleinssein, die Ausdruck gefunden hat. So habt ihr Menschwesen diese Abtrennungserfahrung zum Ausdruck gebracht. Dieser Ausdruck ist nun vollendet. Doch das, was geschehen ist in der Abtrennung, ist, dass ihr selbst zu Götter wurdet. Ihr habt den freien Willen. Ihr selbst habt die Kraft und die Macht, eure eigenen Energietore umzupolen, umzuprogrammieren, sodass ihr andere Energien eingezogen habt in euer Energienetz. So seid ihr diejenigen, die Materie in der Abtrennung kreiert habt. So schau, hier ist ein Ego-Strom geflossen. Es gibt den Ego-Strom. Der Ego-Strom an sich fließt aus dem materiellen Raum hinüber in den geistigen Raum. Dies ist geschehen durch die Abtrennungserfahrung, dadurch, dass ihr selbst den freien Willen genutzt habt, eure Tore umprogrammiert habt, Energien eingezogen habt, diese durch den Ego-Strom in die geistige Welt gesendet habt. So seht eure eigene Macht, die ihr habt. Ihr seid Kreatoren. Ihr kreiert Materie. So habt ihr die Polarität in der geistigen Welt erschaffen, denn ihr habt Abtrennungsenergie durch das Herztor in den geistigen Raum gesendet. Bitte denkt nicht nun an Schuld. Es geht nicht darum, schuldig zu sein. Es geht um die Erfahrung. Ihr habt eine Erfahrung zum Ausdruck gebracht, die in eurem Wesenskern steht, die eure Seele als definierte Energie in der Energie-DNA gespeichert hat. So ist diese Erfahrung vom Alleinssein gewollt, in dem Sinne, dass diese Erfahrung bereits im Alleinssein gespeichert war. Die Polarität in den Räumen dahinter, in der geistigen Welt, in der Seelenwelt und in den Räumen darüber ist erschaffen worden durch euch Menschwesen, durch das Herztor, den Ego-Strom. Doch nun ist es an der Zeit, dass ihr selbst den Gottesstrom eröffnet. Der Gottesstrom ist der Strom von den Räumen des Alleinsseins hinein in den Abtrennungsraum durch euer Herztor. Ihr selbst dreht die Energie, ihr dreht den Energiestrom, ihr dreht ihn von dem Ego-Strom hin zum Gottesstrom, sodass die Energien durch euer Herztor in diesen Abtrennungsraum hineinströmen können. So löst sich die Polarität vorerst in den höheren Räumen auf. Wir sprechen von höheren Räumen, sodass ihr es verstehen könnt. Es sind die Räume in den Räumen, die Räume, in denen sich euer eigener Raum befindet. Hier wird sich zuerst die Polarität auflösen. Unangebundene Wesen, unangebundene Geistwesen kollabieren in ihrer Energiedefinition. Bitte denkt stets an Energiedefinition. Alles ist Energieanatomie, programmiert durch Zahlen. Ihr selbst habt Bilder im Kopf, ihr könnt diese Bilder verwenden, doch geht es darum, dieses zu modernisieren. Es ist eine Energieanatomie, etwas, das logisch aufeinander aufgebaut ist. Und selbst die unangebundenen Geistwesen und unangebundenen Lichtwesen, die durch den Ego-Strom kreiert wurden, sind nur definierte Energie, Energieformen, Tore, die ebenso wiederum Energien durch sich strömen lassen. Ihr seid bereits dabei, diese Polarität auch in den höheren Räumen aufzulösen. Mehr und mehr Menschwesen eröffnen ihren eigenen Gottesstrom, lassen die Energien ihres eigenen Geistwesens aus dem geistigen Raum hier in den materiellen Raum hineinfließen. So löst ihr diesen Abtrennungsraum. Er schafft Licht hier und löst die Polarität nach und nach auf. Doch schau, dieser materielle Raum stabilisiert sich über die Polarität. Es ist Magnetismus, der diesen Raum stabilisiert. So wird es sein, dass ihr nach und nach durch den Gottesstrom euer authentisches Sein in diesem materiellen Raum lebt. Und doch wird
ab der kritischen Masse dieser materielle Raum kollabieren, denn die Polarität wird sich auflösen und ihr geht über in das All-Eins-Sein, vorerst in den geistigen Raum, dann in den Seelenraum, die Ebbe, die Welle geht zurück in das All-Eins-Sein. Du hast vorhin von mehreren Göttern gesprochen, die ihren Raum öffnen. Diese Götter sind dann ebenfalls im Raum des All-Eins-Sein und lösen sich dort auf, nehme ich an. Gott ist ebenso ein Name für eine Wesenheit. Diese Wesenheit eröffnet ein ganzes Universum. Es gibt viele Paralleluniversen, so gibt es auch viele Götter. Dieses eures Universum wurde ebenso eröffnet durch eine Wesenheit. Dies ist ein Raum, der entstanden ist, in dem wiederum viele andere Räume entstehen. Geht die Ebbe los, die Flut ist beendet, die Energien fließen zurück. In die Ureinheit kollabieren ebenso alle anderen Universen. Ja, du hast auch von freiem Willen gesprochen, dass wir unsere Energie drehen können und damit dann auch in diese Verbindung kommen und uns öffnen können. Wer ist dieses Ich, das einen freien Willen hat? Weil wir haben ja hier eine Art Ego, das sich bildet, was aber eine Illusion ist. Und ja, dann gibt es eben ungetrennt davon dieses All-Eins-Sein. Aber wer ist dieses Ich, das einen freien Willen hat? Das Ich, das einen freien Willen hat, ist das Sein, das sich definiert mit der Abtrennung. Euer Bewusstsein, das sich abgespalten hat, sich als Ich in der Abtrennung wahrnimmt. Dies ist das Ich. Hier ist der freie Wille, dass ihr entscheiden könnt, das Ich zu bleiben, die Tore umzuprogrammieren, um eure eigenen Energien einzulassen in euer System. So schau der Abtrennungs. Erfahrung, die Abtrennungsillusion, ist wie, als würdest du ein Stück deines Bewusstseins in einen Raum einsperren. Sperrst du dein Teilbewusstsein in diesen Raum ein, so findet eine Identifikation mit diesem Raum statt. Du empfindest dich selbst als eigener Gott in diesem Raum. Durch den freien Willen, der dieses Bewusstsein hat, werden Tore umkreiert, wird Materie erschaffen. Das Stück Bewusstsein erfährt sich nicht mehr als All-Eins-Bewusstsein, sondern als abgetrenntes Bewusstsein. So ist das Ich entstanden. Die Lösung, die Auflösung, die Transformation besteht darin, dass die Illusion aufgelöst wird, das Stück Bewusstsein sich erfährt als das All-Eins-Sein, als die Anbindung in das All-Eins-Sein hinein. In diesem Moment. Der Schlüssel darein ist die Hingabe, denn in der Hingabe gibst du die Macht des freien Willen auf. Du gibst dich an dich selbst hin, an dein eigenes Bewusstsein, das eingebunden ist in das All-Eins-Sein. In diesem Moment der Hingabe öffnest du dich für das All-Eins-Sein, für das Wir. So dürfen die Energien durch das System fließen, die dem Energiesystem deiner eigenen Seele entsprechen. In diesem Moment wird der freie Wille aufgegeben, doch tatsächlich lebst du dein eigenes authentisches Sein. So ist es die Hingabe, die dich erlöst, die Hingabe an dich selbst, die Erfahrung, dass du gehalten bist, dass das durch dich fließt, was dir selbst entspricht. Das Ich in der Abtrennung ist im Mangelgedanken, glaubt, es kann sich nur selbst versorgen, kreiert nach und nach Energien in dem eigenen System, das neue Abtrennungsräume erschafft. So wird dieser Gedanke des Mangels gestärkt. Das Bewusstsein spaltet sich mehr und mehr ab in den Abtrennungsräumen, kreiert weiter und weiter. Die Hingabe ist der Moment, wo es kippt, wo die Illusion sich auflösen darf, wo Mut gebraucht wird in diesen Momenten. Denn Mut braucht es, um loszulassen all die Räume, die durch den freien Willen erschaffen wurde, die Sicherheitsanker, die scheinbar Sicherheit geben.
Die Erfahrung der Hingabe, zu erfahren, dass ihr gehalten seid im All-Eins-Sein im Wir. Dies eröffnet euch mehr und mehr, eröffnet mehr und mehr euer eigenes Herztor, sodass ihr nach und nach immer mehr im Jetzt erfahren könnt, dass ihr Bewusstsein seid, Bewusstsein gehalten im All-Eins-Sein. Alles ist Bewusstsein, alles ist definierte Energie. Ja, ich spüre gerade, wie Tore sich öffnen in Hingabe. So Ja, schaut, das mit heißt. Hingabe selbst. Gebt ihr den Kampf auf, denn diese Abtrennung von Bewusstsein, die Abspaltung von Bewusstsein im Abtrennungsraum, erfordert Kraft von euch, erfordert Energie, denn ihr müsst euch selbst stabilisieren, müsst ständig neue Entscheidungen treffen, müsst Tore umkreieren, um euch zu halten, um euch Sicherheit zu geben, um euch selbst zu versorgen mit Energie. Der Moment der Hingabe eröffnet euch, dass ihr gehalten seid. Ihr gebt den Kampf auf, ihr werdet weich und öffnet euch für euer eigenes Sein, das durch euch fließen möchte. Ihr seid Tore, durch die Energie fließt, eure eigene Energie, die durch euch fließen möchte, Ausdruck möchte in diesem Abtrennungsraum, Licht erschaffen möchte. So gebt den Kampf auf, werdet weich, öffnet euch für euch selbst. Es ist das Öffnen für sich selbst, die Hingabe in das eigene System hinein. Okay. Das heißt, wenn ich dann von diesem freien Willen spreche, der kreieren und schöpfen kann, dann ist das nur in diesem abgespaltenen Bewusstseinsraum. Aber das, was tatsächlich passiert, ist absolut erfahrbar in Hingabe. Ich kann auch in Hingabe sein, weil, ja, weil ich dann absolut angebunden bin. Und ich bin ja eins mit allem. Ich bin ja all eins sein. Du bist all eins sein, du bist angebunden. Die Abtrennung ist eine Illusion. Doch schau, Entscheidung an sich ist eine Initialzündung. Entscheidungen sind wichtig in eurem System, denn ihr seid mächtig, ihr seid System. Herrscher in eurem eigenen System. Entscheidungen lenken Energien, Entscheidungen kreieren Materie. Die Entscheidung, die ihr treffen könnt, ist, in Hingabe zu euch selbst zu wirken. Dies ist die Entscheidung, die euch öffnet, die euer eigenes Herztor öffnet. So geht es nicht darum, in Passivität zu verfallen. Es geht darum, aktiv zu kreieren in Hingabe. Denn die Entscheidung, sich seinem eigenen Sein hinzugeben, zieht er eine andere Erfahrung im Außen an. Ihr selbst handelt in eurem eigenen Sinne. Entscheidet ihr euch für euch selbst, bekommt ihr andere Informationen, bekommt ihr andere Intuition. Ihr selbst könnt spüren, was in eurem eigenen Sinne ist, was Hingabe für euch bedeutet, welche Energien Ausdruck sich verleihen möchten durch euch. Dies ist eine andere Ausrichtung in eurem System. So schau, es geht darum, wie ihr selbst euren Bewusstseinsfokus setzt. Dies ist ein aktiver Prozess und bedarf eure Entscheidung, bedarf eure Handlung. Die Handlung setzt den Stempel der Erfahrungskette in die Materie. So ist vorerst die Entscheidung wichtig, eine Initialzündung zu setzen, wo ihr euren Bewusstseinsfokus ausrichtet. Euer Verstand wird euch dienen in den Gedanken, um es in die Materie umzusetzen. Alte Gefühle werden sich melden, Gefühle des Egos. Lasst sie hindurchfließen, dies ist bereits Energie in Transformationsarbeit. Lasst dies fließen durch euer System, identifiziert euch nicht damit, bewertet dies nicht und geht in die Handlung eurer Ausrichtung. So setzt ihr den Stempel in die Materie und kreiert Materie in eurem eigenen Sinne, im Sinne eures eigenen Seins, im Sinne des All-Eins-Seins. Denn euer Sein ist eingebunden im All-Eins-Sein. Ihr seid Bewusstsein, Bewusstsein im All-Eins-Sein. Wir sind alle eins, definierte Energie. Das heißt, wenn auf meiner Ebene aktuell
ein freier Wille da ist, gibt es kein Schicksal, was vorher schon bestimmt ist. Dann kann ich also als Körper-Geist-Wesen kreieren. Ist das so korrekt? So schau, das Schicksal an sich ist dein Energiestempel, den du hast in deiner Seele. Deine Seele ist eine definierte Energieform. Du hast einen definierten Energiestempel, so wie wir definierte Energiestempel sind. Jeder ist ein einzigartiges Tor, durch das Energie fließen möchte, Ausdruck und Erfahrung erschafft. So ist dein Energiestempel, deine Energie-DNA in deiner Seele eine andere als ein anderes Menschwesen hat. Jedes Menschwesen ist individuell, hat einen individuellen Energiestempel, eine Energie-DNA. Öffnet ihr euch für euch selbst, gebt ihr euch selbst hin, so darf genau dies durch euer Tor fließen. Die Energie darf hindurch, wie eure Energie definiert ist. Ihr erschafft den Ausdruck eurer eigenen Seele. Dieses darf in diesen Abtrennungsraum zum Ausdruck gebracht werden. Kollabieren die Räume in sich, geht die Welle zurück. So werden all die definierten Energien ineinander kollabieren. So fließt die Welle zurück in die Ureinheit. Die Ureinheit ist der Punkt, wo nichts weiter definiert ist. Hier ist Leere, hier ist der Nichtausdruck. Diesen Nichtausdruck könnt ihr euch mit eurem Verstand bisher nicht vorstellen, noch ein Gefühl dafür erlangen. Denn alles, was ihr im Moment erfahrt, ist Ausdruck. Hier in diesem Universum, in all diesen Räumen, jeder jeglicher Raum ist Ausdruck, ist definierte Energie, selbst Licht ist definierte Energie. Der Punkt der Ureinheit. In diesem Punkt der Leere, des Nichts, Leere ist schon zu viel des Ausdrucks, denn des Nichts könnt ihr bereits noch nicht erfassen. Alles, was ihr bisher erfahrt, ist Ausdruck, Ausdruck in einer definierten Energieform. Doch gehen wir zurück, geht die Welle, geht die Ebbe in die Ureinheit zurück, in den Nichtausdruck. Dieses Wort trifft diesen Zustand nicht. In diesem Moment implodiert etwas und die Welle geht wieder raus in den Ausdruck. Dies ist eine Atmung, eine Bewegung raus in den Ausdruck, bis zur letzten Zunge des Ausdrucks. Wieder zurück in die Ureinheit, in das Nichts, in den Nichtausdruck. Doch ihr alle befindet euch, wir alle befinden uns im Bewusstsein und doch im Ausdruck. Alles ist Ausdruck, jeglicher Raum ist Ausdruck, Licht ist Ausdruck, alles ist definierte Energie und doch Bewusstsein. Bewusstsein, das alle jeglichen Raum in der Essenz hält. Jedes einzelne Menschwesen ist Ausdruck, hat gespeichert seine eigenen Erfahrungen, die es Ausdruck im Sinne des Alleinsseins. Denn die Erfahrungen, die gespeichert sind im Alleinssein, möchten erfahrbar gemacht werden. Diese Erfahrungen werden erfahrbar gemacht durch euch Menschwesen. In der Dimension Zeit, in der Linie der Zeit. Dies ist ein Werkzeug, um Erfahrungen erfahrbar zu machen. Dies ist der Abtrennungsraum. So danken wir euch allen dafür, dass ihr Erfahrungen erfahrbar macht, in der Materie kreiert. Doch diese Gestaltung, dieser Raum möchte geschlossen werden, denn alle Erfahrungen in der Abtrennung wurden erfahren. So darf nun das Ego, der Ego-Mechanismus beendet werden. Ihr dürft zurück eintauchen in euer Herztor und erwachen im geistigen Raum. Ja, gibt es so etwas Ähnliches, hatte ich vorhin schon gefragt. Gibt es noch eine konkrete Methode, um schneller ins Erwachen zu kommen für die Menschen, die hier sind? Du hattest vorhin über den Herzraum gesprochen, über das Herzzentrum. Gibt es noch ganz konkret als Umsetzungs Anleitung, etwas, was noch zu beachten wäre, oder was man direkt als Mensch tun kann. Die innere Wahrnehmung
die innere Welt gleichwertig zu setzen mit der äußeren Welt, mit der äußeren Wahrnehmung. Bisher wurde dieser innere Raum als Fantasieraum abgestempelt, als Raum, der nebensächlich ist, der nicht so viel Bedeutung hat. Die Realität wurde im äußeren Raum fixiert. Das, was sichtbar wird, wird als real anerkannt. Doch all dies, was ihr in eurer inneren Welt erlebt, die Erfahrungen, die ihr macht, das Bewusstsein, was dort erschaffen wird, wird nicht gleichwertig ernst genommen. Hier darf noch Bewusstsein hineingelangen. Die innere Wahrnehmung schulen, die Informationen, die ihr bekommt, als gleichwertig zu setzen, diese zu nutzen, im Alltag eure Handlung auszurichten, eure Entscheidungen auszurichten. Hier darf weiter gewirkt werden. Dies ist noch ein wertvolles Werkzeug, das ihr benutzen könnt, wo ihr Bewusstsein hineinlenken dürft. Es geht darum, eine neue Realität zu erschaffen, diese neue Realität im Bewusstsein der Menschen zu eröffnen. Die Wahrnehmung der fünften Dimension, dass die Räume in den Räumen liegen, dass ihr selbst so viel Macht habt, diesen Raum der geistigen Welt hier erscheinen zu lassen durch eure Hingabe, durch die Entscheidung, dass ihr euch selbst an euch selbst hingebt, euch vereint mit eurem eigenen Bewusstsein, euch ernst nehmt in euren Wahrnehmungen, in euren inneren Wahrnehmungen, die Informationen, die ihr bekommt, in der äußeren Welt anwendet, kommuniziert miteinander, Erfahrungen miteinander teilt. Dies ist ebenso wichtig für die Menschwesen. Viele scheuen sich, darüber zu sprechen, welche Erfahrungen sie bereits mit der geistigen Welt gemacht haben. Hier liegt noch so viel Bewertung drauf. Hier dürfen sich die Menschwesen öffnen, dürfen miteinander kommunizieren, welche Erfahrungen sie gemacht werden, sodass andere ebenso mutig werden, zu teilen, was sie erfahren haben. So darf sich nach und nach eine neue Realität in der Gemeinschaft ausbreiten. Dies ist in dieser Zeit sehr relevant. Ja, ich denke, die letzte Frage, die ich habe, ich mache sehr viel Heilarbeit und Heilmeditation mit vielen Menschen. Gibt es etwas, das ich noch berücksichtigen kann, das ich noch integrieren kann, das ich noch ändern kann, um Leute mit dieser Art von Heilmeditation noch schneller in ihren eigenen Raum ins All-Eins-Sein zu bringen? Wichtig für dich ist, dass du aus dem Oben-Unten-Gedanken aussteigst, dass du einsteigst in den Raum in Raum-Gedanken. Du hast eine sehr große Herzenskraft. Wichtig für dich ist, wenn du in einem Raum bist mit vielen Menschen, stell dir vor, bei jeder Ausatmung öffnest du dein Herzzentrum, lässt dein Licht aus der geistigen Welt einströmen in deinen Herzraum. Dann konzentrierst du dich darauf, dass dein eigener Herzraum sich so weit ausdehnt, dass alle Menschwesen, die anwesend sind, darin Platz nehmen können. Fokussiere dich weiter auf dein Herzzentrum, lässt das Licht durchströmen aus dem Raum der geistigen Welt, der dich selbst umfasst. Lass dieses Licht in deinen Herzraum einströmen bei jeder Ausatmung und die Menschwesen, die in deinem Herzraum Platz genommen haben, werden diese Energie spüren. Es wird eine Resonanz entstehen, sodass ihr eigenes Herzzentrum aufgeht. Du kannst diese Information am Anfang teilen, sodass jeder Teilnehmer sich auf seinen vierten Brustwirbel konzentriert, auf das Herzzentrum, dieses eröffnet. Durch die Fokussetzung alleine passiert schon etwas. So können sie mit dir in Resonanz gehen und ihr eigenes Licht in den Raum hineintragen. Steige aus dem Gedanken des Oben-Unten und öffne die Raum-in-Raum-Erfahrung für dich selbst auf Dauer und für andere. Hier wirst du sehr große Kraft entwickeln. Du wirst wirken können in einer neuen Dimension. Ja, ich bin sehr berührt, fühle mich sehr verbunden. Ja, und danke dir sehr für deine Anbindung, für dein Sein, für die Verbindung zwischen uns allen.
Wir danken dir, wir danken dir für deine Hingabe. Schon so viel hast du bewirkt. So oft hast du dich bereits entschieden, dich hinzugeben. Du bist ein weiser Mensch, der sich öffnet in das Alleinssein hinein. Wir danken dir für dein Wirken. So viele Menschwesen führst du ins Licht, öffnest ihre Herzzentren durch deine Energien, durch deine Art und Weise, wie du Menschen begegnest, auf Augenhöhe, in Liebe, in Gelassenheit und Weisheit. Wir danken dir, verneigen uns vor dir in Demut, sind mit dir, begleiten dich auf deinen Wegen, sind stets um dich und stärken dein Feld. Gesegnet seist du, Amen. Ja, Steffen. Ich bin noch nicht ganz da. Mir geht es ganz genau so. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, weil du durch den Raum, den du hiermit geschaffen hast, Raum geschaffen hast für ganz, ganz bewusstseinserweiternde Fragen und Antworten, würde ich sagen. Also das ist... ich bin berührt. Also ich frage dich jetzt einfach mal, wie es dir geht. Du lebst dein Sein und du hast schon viele Menschen ins Licht geführt. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Ist das etwas, was du weißt oder was dir jetzt neu gesagt wurde? Also ich auf einer tieferen Ebene weiß ich das und ich bekomme es auch mit. Ja, aber in solcher Deutlichkeit, wie er es eben gesagt hat, war es vielleicht nicht da. Es war irgendwie im Feld schon klar, aber es hat nochmal sehr viel eröffnet und sehr viel erklärt an der Stelle, dass es wirklich wichtig ist, in den eigenen Raum reinzugehen und da ist alles eins und vor allem diese Konzentration aufs Herzzentrum. So unbewusst hatte ich das in den heilen Meditationen schon öfter dabei, dass wir uns aufs Herz konzentriert haben oder dass ich bei Fernheilung, die ich durchführe, dass ich dann, also ich habe ja die Bilder von den Klienten vor mir im Handy und dass ich dann ganz am Ende intuitiv diese Bilder auf mein Herz gelegt hatte. Also intuitiv spüre ich, dass das absolute Wahrheit war, was sie gesagt haben. Es geht ums Herzzentrum. Und ja, ich bin immer noch ein bisschen geflasht von allem. Weil ich hatte so starke Energien. Also das ganze Kopfchakra hat sich zwischendurch geöffnet, hat total gekribbelt. Das ging den ganzen Körper runter. Irgendwann war ich sogar fast in der anderen Realität drin. Und wow, also hat sich alles super stimmig angehört an der Stelle. Ja. Das hat man auch total gespürt. Diese andere Realität, das ist ja dieser innere Raum, von der er spricht. Wusstest du bisher, dass man diesen inneren Raum mit dem äußeren Raum verbinden soll? Machst du das intuitiv oder ist das neu? Ich denke, es ist eher intuitiv, wie es funktioniert. Irgendwie ist immer das Gefühl da, dass ich nicht der Handelnde bin, dass ich nicht derjenige bin, der wirklich das tut, sondern dass ich einfach nur der Kanal bin, vor allem wenn es in Richtung Heilung geht. Und da ist auch diese Anbindung da, intuitiv. Nicht so, dass ich jetzt eine Vorstellung habe, ich bin Raum im Raum oder ähnliches, aber da ist so eine Gewissheit da, dass ich ein Bewusstsein bin und verbunden bin mit allen Bewusstsein. Es ist ein Bewusstsein, so wie Sie gesagt haben. Da ist eine Verbindung in diesen Wir-Raum während der Heilung, auch sonst, die nicht so beschrieben werden kann. Also ich kann es nicht sagen, wow, ich könnte jetzt beschreiben, wie sich es anfühlt, dieses Alleinssein oder diese Einheitserfahrung, sondern das ist mehr so eine innere Gewissheit, dass alles fein ist, so wie es passiert. Diese absolute Hingabe, dass es
nichts gibt, was gut oder schlecht ist, was hier passiert, sondern dass es alles dient der Seele zum Wachstum und sich weiterzuentwickeln. Und ja, ich glaube, diese Hingabe spüre ich eher, weniger dieses immerwährende Alleinssein. Das ist nicht das, was ich jetzt beschreiben könnte in Worten. Nicht dieses Raum in Raum. Aber trotzdem ist es klar, dass es irgendwie da ist, dass diese Präsenz verbunden ist mit allem. Das ist interessant. Ich merke jetzt, wo du sprichst, du fühlst zuerst und wenn du jetzt das Buch liest, dann wirst du vielleicht hinterher vom Verstand her erklärt bekommen, warum du die Dinge so fühlst und intuitiv machst, wie du sie machst. Jemand wie ich, der immer sehr verstandgesteuert war, der braucht tatsächlich das Buch, um zum Gefühl hinzukommen. Deswegen ist das so ein Schatz für beide, wenn man so will. Ja, absolut. Ja, ich habe das Buch gelesen. Also Wahnsinn. Deckt sich auch mit so vielen Erkenntnissen. Deshalb war ich total happy, dass wir so ein Interview machen. Ja. Weil es eröffnet immer wieder neue Räume an der Stelle, die der Verstand so nicht erklären kann. Es ist überhaupt unheimlich schwer, in Worte zu fassen, was hier gerade passiert oder was hier Wahrheit ist. Ja, aber es ist einfach wunderbar. Also total magisch, sage ich immer. Ja. Eine letzte Frage an dich, weil du ja auch sehr intuitiv lebst und Entscheidungen triffst und auch arbeitest. Ein Schlüssel, den Salvador dir ja gegeben hatte, war, als Aufgabe war, gerade im Bereich der Männer, im Bereich Herzraum zu arbeiten. Ist das etwas, was du vorher wusstest oder intuitiv gespürt hast, oder ist das jetzt eine ganz neue Richtung, die dir aufgegeben wurde? Die Richtung ist etwas neuer. Tatsächlich sind in der Heilmeditation vielleicht 20, 25% Männer. Sind sehr viele Menschen, ich glaube, ja, über 1500 im Moment in der Meditation drin. Aber die Männer sind noch langsam am Kommen. Und ich selbst komme aus tiefen Konkurrenzsituationen. Ich habe auch Leistungssport gemacht. Das heißt, da ging es nur darum zu gewinnen, auch im Skifahren, im Tennis. Also überall ging es darum, der Erste zu sein und zu gewinnen. Und so vor 15 Jahren ist das Ganze immer mehr aufgebrochen und es ging immer mehr in dieses Wir statt in dieses Ich. Ich muss und ich will vorne sein, ich will was haben. Und aus der Perspektive heraus gibt das schon Sinn, weil ich selbst so erlebt habe, wie man aus Konkurrenz in Hingabe kommt zu dem, was ist und vor allem auch alle Menschen annimmt, wie sie sind, ohne Bewertung. Das ist ja das, was er eben meinte, ohne diese Konkurrenz, sondern auch den anderen lässt, wie er ist und nicht verändern muss und nicht besser sein muss und nicht sich abheben muss vom anderen. Und von daher, es trifft auf etwas, was ich, glaube ich, sehr gut tun kann. Und es war aber jetzt eine neue Idee, an der Stelle. Muss ich mal für mich wirken lassen, wie ich das so in die Welt bringen könnte. Ja. Ja, du kommst ja ursprünglich aus einer Männerwelt, aus dem Unternehmensbereich und der Businesswelt. Also da gibt es sicherlich viele, viele Menschen, die geführt werden können und wollen auch. Verändert sich ja alles. Ja, absolut. Steffen, hab Absolut ganz. nicht, ja? Nee, bitte. Nee, ich war durch. Alles gut. Ich wollte mich ganz, also wirklich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für dieses total wertvolle, berührende Gespräch. Hab herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass wir uns mal wieder zumindest virtuell gesehen haben. Und bis bald einmal. Ja, mich super gefreut. Bis bald. Alles Liebe. Dankeschön, Alles Stefan. Gute. Wir hoffen, euch hat die heutige Podcast-Folge genauso inspiriert wie uns. Wir möchten euch ganz herzlich einladen, ein Teil unserer Podcast-Familie zu werden, an Salvadors Wirken auch in Zukunft teilzuhaben und diesen Kanal zu abonnieren. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Fragen und natürlich ganz besonders, wenn ihr uns eine Rezension auf einem der gängigen Podcast-Plattformen schreibt. In diesem Sinne, habt einen wunderbaren Tag im freien Fluss der Energien eures wundervollen
wunderbaren Seins.